Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin jetzt gerade raus und fahre, raus aus Arbeit und ich habe heute relativ schönes Wetter. Das wollte ich noch unbedingt ausnutzen und ich werde euch heute eine Kleinigkeit zeigen. Und ja, bleibt doch einfach dran und nach dem Intro geht es dann weiter. Fange ich an? Ja, ich hatte heute Frühschicht gehabt von 6.30 Uhr bis 14 Uhr. Ganz viel zu tun. Das ist richtig, richtig viel zu tun. Einfach morgens die Vorbereitung, allen drum und dran. Und ich habe heute Morgen auch ein bisschen verpennt, beziehungsweise die Nacht auch ziemlich schlecht geschlafen. Ich musste heute um 5 Uhr aufstehen. Nee, ja, halb 5 sogar. Und habe heute noch 4 Stunden geschlafen. Aber das Wetter ist heute noch so gut. Ich wollte jetzt nicht nach Hause gehen und mich einfach hinlegen, sondern nein, ich nehme euch noch mal mit und wir nutzen das Wetter aus. Wir laufen ein bisschen durch Downtown und hoffe, ich finde noch ein paar lustige Sachen, ein paar schöne Sachen, die ich euch zeigen kann. Und ja, bleibt einfach weiterhin dran. Wir sind jetzt hier in Gastown, Vancouver. Keine Sorge, sind wir noch in Vancouver. Ecke heißt nur so, Gastown. Quasi ein Bezirk, ein District. Wie man auch immer das hier nennen mag. In Berlin würden wir sagen, ist ein Bezirk oder ein Stadtteil. Ja, gibt's viele Namen dafür, ne? Und ja, wäre der Zug jetzt nicht da, könnte ich hier ein schönes Foto machen von den Bergen, aber ich zeige euch mal. Ja, schaut mal, heute hat man einen richtig schönen Draufblick, was wir heute machen. Wie viele Menschen hier einfangen. Ich laufe mal kurz dahin. Ich hoffe, ihr könnt es wunderbar sehen. Da hinten könnt ihr das sehen. Ich hoffe, ja, ist ziemlich cool. Richtig cooler Blick auf die Berge. Ein bisschen bewölkt. Ansonsten die Skifahrer da oben haben schon massig viel Spaß, weil Schnee liegt, angenehme Temperaturen und man kann ja mal Skifahren. Ja, wir laufen mal jetzt hier weiter. In Gaston gibt es hier eine ganz bekannte Standuhr, die wird nämlich mit Gas betrieben. Und zu der gehen wir jetzt gleich. Ja, zu der gehen wir gleich. Ansonsten haben wir jetzt hier noch ein paar Leute, die gerade Fotos machen. Und ja, ich drehe mal die Kamera kurz um. Hier sieht man mich. Ihr habt doch die ganzen, es ist wirklich ein älterer Stadtteil auch. Das ist doch ein besonderer, das ist auch das Besondere. Hier seht die ganzen alten Gebäude. Wenn ihr Vancouver ist im Vergleich zu den anderen Städten noch eine sehr junge Stadt. Aber trotzdem hast du hier noch ein paar alte Gebäude. Und bei manchen Straßen hast du sogar noch Pflastersteine. So wie wir das auch in Berlin kennen. Und ja, jetzt laufen wir gerade durch Gastown. Und dann seht ihr auch schon den Vancouver Lookout. Von da habe ich auch schon ein Video gemacht. Und sogar schöne Fotos habe ich gezeigt. Ja. Ich stehe jetzt vor der Gastown Steam Clock. Die ist nicht vom Gas betrieben, wie ich gesagt habe, sondern von Dampf. Also die funktioniert, dass der Dampf durchläuft und ich zeige sie euch mal im Hintergrund mit mir zusammen. Das ist die, ja, die Dampfuhr. Nur aus Dampf betrieben. Wurde auch anonym gesponsert damals, so wie ich es richtig verstanden habe. Aber ich zeige euch ein bisschen den Text und dann können wir uns das ein bisschen angucken. Hier nochmal die Uhr. Könnt ihr mal kurz lesen. Mit schönen Musik im Hintergrund. Akustik. Ja,
Wurde halt anonym verteilt. Ihr habt ja auch noch mal was zu gucken. Also das ist halt die kleine Attraktion hier in Gastown. Die dampfbetriebene Uhr, die Standuhr. Sogar auf die Minute genau funktioniert die. Ja. Das ist sie. Wir unscheinbar erkennen könnt, ist hinter mir der Eingang zu Chinatown und dort gehen wir zu Dr. Sen Yat-sun. Und was es mit diesem Doktor auf sich hat, erfahrt ihr in wenigen Augenblicken. Dr. Sun Yat-sen ist nämlich ein chinesischer Garten und, oh, was für ein Wortspiel von mir war, oder wie ich heute probiert wollte, irgendwie reinzulegen. Ja, also das ist der erste chinesische Garten, der außerhalb von China quasi gegründet oder gebaut oder erstellt wurde, wenn man es sehen möchte, oder gepflanzt wurde. Kann man so viele Wörter dafür benutzen, auf jeden Fall ist das der allererste. Wie gesagt, der erste chinesische Garten, der außerhalb von China erbaut wurde oder erstellt wird. Und wir gehen einfach mal rein und gucken uns das Ganze hier an. Bin mal gespannt, was man hier so schönes sieht. Und das Witzige hier dran ist, dass das auch, also wie die meisten Parks ja auch, keinen Eintritt kosten. Und die aber wirklich, wenn man sieht, viel Pflege beanspruchen und das natürlich auch wiederum Geld kostet. Aber deswegen finde ich es sehr beeindruckend, dass das Ganze hier kostenlos ist. Und hier haben wir gleich nochmal einen Hinweis, wer Sun Yat-sen war. Hier könnt ihr nochmal kurz gucken. Ich glaube, es reicht, dass er ein Revolutionär war und halt der Vater des modernen Chinas auch ist. Ja, viel. Ich möchte euch nicht zu viel antun, ne? Meine lieben Zuschauer. Ja, hier kannst du halt langlaufen. Ich sehe da hinten immer einen Mann in einer orangen Jacke oder Gewand, aber das ist halt nur eine Jacke, das ist kein Mensch oder so. Also ich glaube nicht. Nee, es ist nur ein Typ in einer orangen Jacke. Und ich denke mir die ganze Zeit, das ist ein Mensch. Ja. Zum chinesischen Neujahr war hier bestimmt auch ganz schön viel los. Ja. Ich werde dann natürlich auch gucken, ich mit einer Spiegelreflexkamera noch schöne Bilder machen, wenn ich hier was Schönes sehe, ein schönes Motiv. Ja. In dem Teich sind leider nicht, wie gehofft, Koi-Karpfen zu sehen. Das sind diese großen orangen-weißen Fische. Ja, ich bin, wie ich gerade sehe, vom Seiteneingang reingegangen. Und hier habt ihr quasi den Haupteingang. Hier habt ihr den auch nochmal. 54 Jahre alt wurde der gute Mann. 54 Jahre alt. Ja, das ist der Haupteingang zu dem Park. So. Ich bin quasi gerade wieder Richtung Ausgang gegangen, aber ich wollte euch ja hier rumführen. Es ist jetzt ein ziemlich kleiner Park, aber ich glaube, hier kannst du schön mal im Sommer schön sitzen und einfach
das hier so mitten in der Stadt genießen, was ja auch ziemlich cool ist. Ne? So ein chinesischer Garten hat immer was. Ach. Na, wenn da keiner Hunger bekommt, so wie ich, dann weiß ich auch nicht. Da, eine Ente. Eine Peking-Ente, ne? Hat jemand Lust auf Ente süß-sauer? Ja, Entschuldigung. Sieht aber schön aus. Jo, süß. Hopp. Das Weibchen ist gerade von mir abgehauen. Aber hier ist genau ein Pärchen unterwegs. Also da gibt es ja keinen Zank zwischen den ganzen Enten, wenn hier nur ein Pärchen unterwegs ist. Na, jetzt ist auch gerade nicht die Zeit, dass hier alles blüht. Hier habt ihr, wie ihr seht, im Hintergrund hier schöne Bambusse. Der Pavillon, aber da drin sitzen halt, so die klassischen Fälle von East Hastings. Drogenabhängige. Ja, hier der bastelt sich da auch gerade was sauber. Eigentlich möchte ich euch das nicht so genau zeigen. Auch wenn ich die Kamera schon drauf gehalten habe. Ja. So. Ah. Auf den Balkon komme ich da jetzt nicht hin, von hier aus. Nein. Komme ich denn da jetzt hin? Am besten. Weil da drüben ist, da geht es auch nicht weiter. Oder ist der Teil abgesperrt und man kommt da jetzt so nicht ran. Ich bin nämlich außen rum gelaufen, von da kam ich nämlich, aber da gab es keinen Eingang. Ja, das ist der Dr. Sun Yat-sen oder Sun Yat-sen. Sun Yat-sen klingt, glaube ich, authentischer, besser. Ja. Im Sommer natürlich viel, viel schöner, wenn es dann blüht dort ist wieder und alles noch grüner ist als jetzt. Ah. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug gefallen. Guck mal, ihr seht ja auch schon mal ein paar Knospen. Die kommen jetzt wieder. Da wird ja alles nochmal schön blühen. Ja, es dürfte nicht mehr lange dauern. Ne? Die sind jetzt schon ziemlich groß, wenn die jetzt bald aufgehen. Ich habe aber leider keine Ahnung, welche Pflanze das ist. Wenn ihr wisst, welche Pflanze das ist, dann schreibt mir das nochmal in den Kommentaren. Ich probiere mal näher ranzugehen. Noch näher. Ja, wird scharf, leider nicht, ne? Aber hier. Wenn ihr wisst, welche Pflanze das ist, dann hinterlasst mir das doch einfach in den Kommentaren, dann weiß ich Bescheid. Ich weiß es leider nicht. Das war also heute mein kleiner Ausflug für euch beim schönen Wetter nach der Arbeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen rumgeschrieben. Ich gebe euch noch mal einen aktuellen Stand bei mir. Ich suche ja auch für Sommer was auf Vancouver Island. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich halt irgendwie, möchte ich schon irgendwie in British Columbia bleiben, weil es einfach der wärmste Bundesstaat in Kanada ist. Und ich bin nicht so ein Fan von kalt. Überhaupt nicht. Und Vancouver Island soll halt richtig cool sein. Da kannst du halt im September, Sommer halt Wale beobachten. Genauso gibt es auch Bären dort, also ich werde da fündig mit Tieren. Hab da auch nochmal da angefragt, ob ich da über den Sommer bleiben kann. So eine Buffalo Farm mit der Husky Farm schreibe ich halt immer. Also ich schreibe auch viele Husky Farms an, die ich finde. Und hab da jetzt auch wieder ein Feedback, da geht es vielleicht mit Mai und Juni. Ich muss gucken, was noch alles so auf mich zukommt. Aber je mehr ich weiß, desto konkretere Pläne ich habe, gebe ich euch Bescheid. Ansonsten werde ich jetzt mal bis Mitte März, glaube ich, hier in Vancouver bleiben. Dann gehe ich vielleicht auch mal für eine kurze Zeit, für 2 Wochen nach Edmonton. Das ist dann in Alberta, auf so einer kleinen Ranch. Da habe ich auch schon mit jemandem geschrieben für 1-2 Wochen. Ja. Im April komme ich ja kurz zurück nach Berlin, fliege dann wieder weiter und wieder zurück. Und ja, das sind so aktuell meine Pläne. Und bis Sommer möchte ich auf jeden Fall auch schon was sicher haben. Ansonsten müssen wir mal weiter gucken, ne, was auf mich zukommt. Also dann, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Macht's gut, bis bald, euer Bärenkroate.
Tschüss.